zum Betrieb deiner eigenen Virtual Arena benötigst, erfährst du in diesem Video. Die einzelnen Komponenten kannst du selbst zusammenstellen und ganz einfach aufbauen. Du brauchst einen Windows 10 oder Windows 11 PC mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, 10 GB SSD oder Festplattenspeicher, eine dedizierte Grafikkarte, einen Bildschirm sowie Maus und Tastatur. Mit einem Wi-Fi 6 Router verbindest du den Game Server PC mit den Virtual Reality Headsets. Auf einem großen Fernseher können alle zusehen, die gerade nicht in der Virtual Arena spielen. Außerdem benötigst du mindestens 2 Virtual Reality Headsets. Die Virtual Arena ist kompatibel mit der Oculus oder Meta Quest 1, 2 und Pro, der Pico Neo 3 und 4 sowie HTC Vive Focus 3. Jetzt musst du die Hardware aufbauen und die Geräte verkabeln. Dazu startest du mit der Verkabelung des PC und des Spectator Screens. Verwende ein HDMI- oder DisplayPort-Kabel, damit Bild und Ton des Gameservers an den Fernseher übertragen werden können. Verbinde den Router und den PC mit einem Ethernet-Kabel und sorge dafür, dass der Router immer mit dem Internet verbunden ist.